Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz lieb zu einem neuen Wochenorakel. Wir wollen jetzt mal reinschauen, was die kommende Woche für uns bereithält. Aber erstmal wollte ich noch ganz wichtige Informationen durchgeben vom, jetzt muss ich mal überlegen, vom 2. bis zum 4. Ne, das ist also Freitag, also diese Woche jetzt, die kommende Woche Freitag bis Sonntag bin ich nicht da. Da mache ich nämlich einen kleinen Kurzurlaub zur Familie nach Nordrhein-Westfalen. Also nur damit ihr da Bescheid wisst, am Freitag und Samstag werde ich dann nicht arbeiten, ne, an den 2. und an den 3., dass ihr da nichts buchen tut, ne? Oder dass ihr dann vielleicht erst am 5.8. dann wieder bucht oder halt davor. Also bis Donnerstag werde ich auf jeden Fall noch, also bis zum 1. August Buchungen entgegennehmen und danach erst wieder am 5.8. Ne? Das wollte ich euch nur noch mal kurz durchgeben. Und ja, dann wollte ich mich nochmal für eure lieben Kommentare bedanken. Ich bin jetzt endlich mal hier ein bisschen dazugekommen, die Kommentare mal zu herzen oder manche auch zu kommentieren. Ne? Also seht's mir da immer, nimmt's da bitte nicht persönlich, wenn ich da nicht immer jeden gleich antworte, weil ich habe so viele Kommentare und bin da jetzt zurzeit immer so ein bisschen hin und her. Aber ich danke euch natürlich von ganzem Herzen, was da auch entgegenkommt von euch. Und ja, ich werde mir auch mal wieder so was Kleines überlegen, ne, wie ich euch hier so eine kleine Freude wieder machen kann. So, aber jetzt wollte ich euch erstmal einen kleinen Einblick in die kommende Woche geben und mal gucken, was da auf uns zukommt. Ich bin ja auch immer hier mit im Kollektiv und bin da auch immer mit gespannt. Ja, die Schutzengel, was sagen die denn hier für die kommende Woche? Okay, da wollten ganz schön viele Schutzengel mit raus. Ach du meine Güte, das sind viele. Ach, och, okay, na gut, dann ist es halt mal wichtig, gell? So, also ich sehe hier schon mal in der kommenden Woche, geht es hier darum, irgendeiner Person zu vergeben, vielleicht einen Menschen, vielleicht dir selber oder einer Situation. Dir werden auch hier in der kommenden Woche irgendwie Zeichen von oben geschickt in Form von Schmetterlingen, Schwalben, Federn. Ne, vielleicht findest du aber irgendwie auch etwas Altes wieder in einem Fotoalbum. Dann sehe ich hier, du sollst dir wirklich dem Universum vertrauen. Ne? Also vertraue dem Universum, es läuft alles richtig so, wie es sein muss. Und du sollst, musst ja auch in der kommenden Woche Mut und Tapferkeit zeigen. Ne? Sei mutig, tapfer. Es geht auch darum, hier nochmal sich zu reinigen, aufzulösen und Dinge loszulassen. Dann geht es hier um die Harmonie und um die Entschlossenheit. Also, dass du hier wirklich den Entschluss fasst, in der kommenden Woche in deiner Harmonie zu bleiben. Und wir haben hier die Verantwortung für etwas übernehmen und auch handeln. Ne? Also, das sagen hier schon mal die Schutzengel. Das ist eine ganze Menge. So, was sagt das Wünsche-Orakel von Jasmin Boland die kommende Woche? Ja, du sollst dir auch mal eine kleine Pause gönnen in der kommenden Woche. Ne, vielleicht bist du jetzt auch Krebs oder es ist vielleicht auch so wichtig, gerade deinen Gefühlen vielleicht auch ein bisschen Pause zu gönnen. So, und dann haben wir noch das schamanische Traum-Orakel. Was sagt das für die kommende Woche vom 29. bis zum 4.8.? So. Der Flussgeist auf zu neuen Ufern. Also irgendetwas Neues beginnt hier für dich. Vielleicht ja, gehst du auch irgendwie so an ein neues Ufer, an eine neue Gelegenheit oder Angelegenheit. Ne? Das wird sich anfühlen wie so ein Abenteuer. Und ich habe hier aber auch noch, guck mal, sehr stark die Farbe Blau auch vertreten. Der Gesang der Wale. Mit irgendwas gehst du in der kommenden Woche in Resonanz. Oder vielleicht geht mit dir jemand in Resonanz. Man schwingt irgendwie in der gleichen Ebene miteinander, habe ich so das Gefühl. Ne? Und es erwartet dich hier ein Abenteuer. Also geh auf. So, mein Lieben. Jetzt brauche ich erstmal einen Schluck Kaffee. Okay. Wir machen das wie immer. Wir schauen allgemeine Tendenzen, dann schauen wir in Beruf und Finanzen rein und natürlich zu guter Letzt in die Liebe. Also, was zeigt sich so im Allgemeinen die kommende Woche? Die Allgemeinheit, was zeigt die denn an? Da haben wir erstmal die 4 der Schwerter. Die 5 der Schwerter. Mhm. Ups. Dann haben wir die 8 der Münzen, die Liebe, die Liebenden und
der Wagen. Oh, wir haben zwei große Arkanas mit dabei. Also da kann ich schon mal sagen, in der kommenden Woche geht es hier vorwärts. Vor allem was Thema Liebe betrifft. Also da könnte hier auch jemand auf dich zukommen in der kommenden Woche. Ne? Dann haben wir auch eine Entscheidung, etwas Karmisches, vielleicht ja irgendein Karma, was auch gelöst wird. Und hier zeigt sich ein Ritter der Wasser an, also ein Ritter der Kelche, ne, zeigt sich hier an. Und das ist, hier kommt jemand ganz Emotionales irgendwie auf dich zu. Das ist auch jemand Romantisches. Das siehst du ja, wie der, wie dieser Typ da oder dieser Mensch da hinten mit seiner, an seiner Blume riecht. Also, ja, es ist jemand, der sehr, sehr romantisch ist, ne, sage ich jetzt mal so. So. Dann habe ich hier die vier der Schwerter. Also ich sehe hier in der kommenden Woche so im Allgemeinen, dass man vielleicht ein bisschen Meditation macht, dass man sich vielleicht auch hier ein bisschen zurücklehnt, gerade auch was so die Kommunikation betrifft. Ich habe ja auch aber noch so ein, ja, noch so ein Eingeschnapptsein in der kommenden Woche, ne? Aber das transformiert. Ja, vielleicht ist man aber auch noch in so einer fünfter Schwerter-Energie unterwegs, ne? Wo man vielleicht sich auch Gedanken macht hier über eine Situation. Aber da passiert in der kommenden Woche ein Umbruch, ein Durchbruch. Die Zeit, die ist hier abgelaufen dafür, für die fünfter Schwerter, die wird hier rausgehen. Und dann kommt hier wieder etwas super Schönes in dein Leben rein in der kommenden Woche. Dann sehe ich hier, dass man auf jeden Fall hier dran bleibt, an der Liebe arbeiten wird, dass hier etwas vorwärts geht. Man kann, es kann aber auch sein, dass man generell an einer Sache hier in der kommenden Woche dran bleibt. Ne, da habe ich hier nochmal den Ritter der Münzen dabei. Also man möchte hier gerne etwas stabil machen. Ne? Für den einen habe ich auch so die Energie mit dabei, dass man hier an etwas werkeln tut. Man arbeitet hier an etwas, damit hier, ja, man ist halt in einer Umsetzungsstimmung. Man ist in einer Stimmung, wo man halt in der kommenden Woche vielleicht auch mehr Geld einnehmen kann oder mehr Stabilität bekommen kann. So, oh, da zeigt sich schon mal eine Sense in der kommenden Woche. Ja, es kann hier zu plötzlichen Begegnungen kommen, plötzliche Bewegung, plötzliche Kommunikation. Es kann aber auch sein, dass hier so eine kleine Warnung mit drinne liegt, ne? Dass hier eine Blockade zwischen irgendetwas liegt. Da blockiert entweder jemand hier wirklich Gefühle oder hier ist etwas in Finanzen blockiert. Für die einen kann es hier sein, dass das mit einer Kündigung zu tun hat oder sich von etwas abschneiden, ne? Aber da blockiert etwas. Vielleicht sind so bestimmte Finanzen blockiert in irgendeinem einer Angelegenheit. Für die anderen frage ich jetzt nochmal mit auf die Sense drauf. Ja, irgendetwas könnte hier so ein bisschen in deine, in die Sache reinschlagen bei dir. Ne? Also was mit der Sicherheit zu tun hat, vielleicht auch mit der Arbeit, vielleicht gibt es eine Verletzung, die mit der Arbeit zu tun hat oder es kommt hier plötzlich etwas auf dich zu, was hier stabil werden kann oder hackt nochmal so ein bisschen rein in die Stabilität, was sich in deine Sicherheit, ne? Deswegen wahrscheinlich die fünf der Schwerter. Aber egal, was da so ein bisschen reinhagelt, hier in die Gefühle oder sonst irgendwas, das wird hier rausgehen, da wird es einen Umbruch geben, ne? Und dann geht hier etwas vorwärts. Okay, sehr interessant schon mal. Na, guck mal weiter. Was kommt hier beruflich und finanziell die kommende Woche auf das Kollektiv hier zu? Beruflich und finanziell, da sehe ich hier erstmal ein Page der Stäbe. Ein Page der Stäbe, aber auch noch die Neun der Schwerter und die Königin der Schwerter. Und eine möchte ich mal bitte noch. Und dann die Drei der Erde. Okay. Braucht man noch eine Karte? Okay. Also, in der kommenden Woche sehe ich hier noch eine Sache. Es könnte dich hier irgendetwas im Beruflichen verletzen. Das habe ich ja gerade hier oben schon gesehen. Na, also das hat sich mir ja auch schon so ein bisschen gerade angezeigt im Beruflichen. Da könnte es eine Verletzung geben, irgendwas, ja, von was du vielleicht auch noch so ein bisschen heilen musst im beruflichen Bereich, weil hier macht dir vielleicht auch jemand ein Angebot, aber du kannst es noch nicht so richtig annehmen. Ne? Du kannst es hier noch nicht so richtig annehmen. Vielleicht geht es auch mal einfach darum, die Motivation zu haben, etwas umzusetzen. Aber hier machst du dir halt noch starke Gedanken. Ich habe hier wirklich so negative Gedanken, Schlaflosigkeit, ne, dass du irgendwie auch traurig sein könntest, hier Beruf, was das Berufliche hier angeht. Und ich sehe aber,
Und das hat mit einer Kommunikation zu tun. Vielleicht hast du dir irgendwie im Beruflichen erhofft, dass hier Kommunikation kommt, dass ich dir hier jetzt mehr Chancen anzeigen. Aber du bist halt hier gerade in so einer negativen Stimmung. Ne? Du möchtest hier gerne umsetzen, um jeden Preis möchtest du etwas machen. Aber irgendwie bist du traurig, weil da bis jetzt noch nichts gekommen ist. Und ich sehe dich aber hier als die Königin der Schwerter und du erlangst hier aber Klarheit. Ne? Also du nimmst das Ganze hier mit Humor und denkst so, okay, ich werde weiter dranbleiben an der ganzen Sache. Ne? Und dann kann sich hier etwas ankündigen. Wir haben nämlich hier die drei der Münzen. Und das heißt dann schon, dass man hier an etwas arbeitet und das zusammen. Ja? Auch wenn jemand jetzt noch nicht das sehen will, was du gerne hier präsentierst, die Zeit wird auf jeden Fall für dich kommen, das umzusetzen. Ne? Auch wenn man gerade noch so ein bisschen unzufrieden ist. Ich sehe nämlich hier, dass du was erschaffen tust, dass du dir so viele Mühe da hier reingibst, aber da vielleicht jetzt in dieser Zeit noch nicht so viel rauskommt und du versuchst hier wirklich Klarheit zu bekommen in dieser ganzen Angelegenheit und trotz allem, dass hier noch nicht so dabei rumkommt, ne, dass man noch nicht so dein Talent sieht. Ja, trotz alledem, ne, muss ich sagen, das wird sich hier dann auch ändern irgendwann. Und gib hier bitte nicht auf, bleib hier wirklich an dieser ganzen Sache dran, egal was sich hier gerade zeigt. Ne, du tust natürlich weiterhin dein Ding machen, weiterhin umsetzen. Und ich frage jetzt nochmal mit den Lennys, was ist hier noch beruflich und finanziell? Ja, du hast dir vielleicht auch so ein bisschen erhofft, mehr Geld zu bekommen, ne? Mehr im Finanziellen dazu zu bekommen, zu erreichen. Und aber ich sehe hier, du versuchst trotz alledem, wie hier etwas ist, in der Freude zu bleiben. Und ich sehe auch, du hast hier die Hoffnung, ne? Du hast hier bestimmte Wünsche, gerade was so diese Öffentlichkeit betrifft, dass da mal was auf dich zukommt hier, dass du vielleicht eine Einladung bekommst oder ein Geschenk oder dass sich etwas wie so ein Geschenk für dich anfühlt. Na? Und ich kann dir zeigen, hier, das Wachstum, das wird mit der Zeit kommen. Ja, das Wachstum kommt. Du sollst hier wirklich an der Sache dranbleiben, in deinem Herzen bleiben. Na? Genau. Für einige, die ja auf irgendetwas Finanzielles gucken, da sehe ich ja auch nochmal, dass hier eine Einladung auf dich kommen könnte. Na klar, es wird dich noch so ein bisschen unzufrieden machen, aber du wirst irgendetwas umsetzen können hier in der kommenden Woche. Na? Okay. Ja, da sind wir jetzt schon ziemlich schnell durch, denke ich mal. Und da machen wir jetzt gleich mal noch die Liebe. So, was zeigt sich hier die kommende Woche in der Liebe an? Die Liebe in der kommenden Woche. Was zeigt sich da? So, da ist schon mal ein Page der Münzen mit einer Nachricht. Ne? Dieser Mensch könnte hier auf dich zukommen oder vielleicht auch Gespräche. Und das Ganze nehme ich wirklich so wahr, dass das auch so ein Stück weit schicksalhaft ist, diese Sache. Man fühlt sich auf jeden Fall wohl. Na? Hier geht es vielleicht auch um eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Was haben wir hier? Wir haben schon wieder zwei Arkane. Und was ist das noch? Das ist nämlich die Herrscherin und das ist der Ritter der Schwerter. Genau, so. Hier sehen wir schon mal die Sechs der Erde. Ne? Also das sind die Sechs der Münzen. Es geht hier wirklich in der Liebe um Gleichgewicht in der kommenden Woche. Um Gleichgewicht. Hier geht es noch um Ängste oder Illusionen. Vielleicht hat man so das Gefühl, dass man sich einer Illusion aufersetzt, weil man hier wirklich an seine Wünsche und alles denkt. Aber ich sehe natürlich auch, dass hier jemand, ja, also hier strahlt jemand, hier kommt jemand mit einer Nachricht, ne? Vielleicht bekommst du hier irgendwie von jemandem Post. Vielleicht möchte dir aber auch jemand etwas mitteilen. Und du bist aber hier so in deiner Reflexion, ne? Du reflektierst hier so ein bisschen selber. Ne, ob das hier etwas vielleicht auch für dich wäre. Und mit den neuen der Münzen sehe ich hier, hier kommt jetzt die Ernte. Ne, also diese ganzen Früchte, die sind hier wirklich reif. Und du betrachtest die auch gerade. Ne, du betrachtest gerade vielleicht auch all die schönen Dinge. Und da kommt hier etwas auf dich zu. Das kann auch mit Gesprächen sein. Ja, also Gespräche oder man versucht hier mit den
Ritter der Schwerter, in die Klarheit zu kommen. Man ist in einer Stimmung, wo man gerne mit dir redet. Und ja, und das bringt dir wirklich die absolute Fülle hier rein. Ne? Diese Gespräche, die du in der kommenden Woche führen könntest mit jemandem, das bringt dich halt wirklich in eine ganz schöne Liebesenergie, in eine Energie, wo man beschützt ist. Also du wirst hier auch so, du wirst das hier gar nicht so richtig glauben können, ne? Diese ganze Sache. Und hier zeigt sich noch ein Page der Schwerter. Du wirst natürlich auch sehr, sehr nachdenklich sein, ne? Oder dieser Mensch macht sich vielleicht auch viele Gedanken über dich. Okay, was kommt hier noch in der Liebe die kommende Woche? Was sagen die Lennys jetzt noch? Hier ist eine Blockade, aber die wird sich verändern. Ne? Die Blockade wird sich auf jeden Fall verändern. Dann wird es hier einen Neubeginn geben in der Liebe. Ja, man hat noch so ein bisschen Angst und Unklarheiten bezüglich dieser Aktion oder Situation. Ne? Dieser Mensch, der hat noch ein bisschen Angst, da irgendetwas zu unternehmen, weil dieser Mensch noch total nervös ist. Ne? Also bei diesem Menschen, der ist sehr hippelig, sehr nervös, der ist sehr aufgeregt. Und ich möchte mal wissen, was möchte dieser Mensch machen? Was hat dieser Mensch denn vor? Fragen wir mal so. Ja, der versucht hier ganz raffiniert zu sein, dieser Mensch. Ich nehme den Fuchs jetzt mal nicht als irgendwas Böses wahr. Der versucht nämlich hier ganz raffiniert zu überlegen, wie man an dich rankommt, wie man dich einladen könnte. Ne? Also so habe ich wirklich das Gefühl. Ich kann zwar noch mal eine auf den Fuchs draufspringen lassen, eine Karte, ne? Aber siehst du, das ist jemand Treues, das ist jemand, der dir treu ist, der vielleicht auch an der Freundschaft mit dir festhält, aber dieser Mensch möchte das ganz raffiniert anstellen mit dir, ne? Dass man dich irgendwie hier dazu bekommt, ja, mit diesem Menschen vielleicht auch mal was zu unternehmen oder zu machen, ne? Oder einfach nur glücklich sein. Und hier sind die Träume, die Wünsche, ne? Die dieser Mensch vielleicht auch in deine Richtung hat. Ja, sehr, sehr schöne Energie für die kommende Woche, finde ich. Und da gucken wir mal nach. Na, kommt her. Was die Herzkarten da noch zu sagen haben. Kommende Woche. Was sagt die Liebe da noch dazu? Erstmal hier. Du hast die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Und dann habe ich hier noch deinen Hilferuf, der ist schon angekommen. Ich möchte mal noch wissen, was möchte dir dieser Mensch denn auch sagen? Was hat dieser, also was würde der Mensch, wenn er es könnte, dir gerne sagen? Ja, du hast die Freiheit zu gehen. Du musst das nicht, du musst dich darauf nicht einlassen, ne? Und du bist meine Nummer eins. Also dieser Mensch sieht mir schon sehr danach aus, dass dieser Mensch sehr, sehr, sehr an dir interessiert ist. Ne? So, was sagen die Zeitkarten noch für die kommende Woche? Ich lasse mal drei Stück raus. So, da habe ich einmal Zwillinge. Die Nummer 3, 21.5. bis 21.6. Die Nummer 3 kann relevant sein. Vielleicht bist du Zwilling oder ein Mensch. Und suche den Austausch in 3 Wochen, 3 Monaten. Dann habe ich hier Wassermann, die Nummer 11. 20.1. bis 18.2. gibt neue Impulse. 11 Wochen, 11 Monate. Und dann habe ich die Nummer 1. Es geht fast zu schnell. 1 Tag und 1 Woche. Also es kann sich hier in einem Tag, ab dem du das Orakel siehst, schon etwas ereignen. Das heißt, sprichwörtlich heute oder morgen schon irgendetwas, ne, wo du denkst, oh Gott, das geht mir gerade viel zu schnell. Ne, man kann sich aber dann austauschen. Ich habe jetzt auch hier, wenn ich die zwei zusammentue, die Zahl 111 und die 1, das ist ja auch der Magier im Tarot. Und das ist auch immer, in der Zahlenkunde ist das, steht das immer für etwas Neues, eine Neugeburt. Erst kommen die 0 und dann kommen die 1 und dann beginnt etwas vom Neuem. Ne? Und hier mit diesen Schneeglöckchen, was ja eh aus der Erde sich dann so im Winter rauspickt, ne? Auf jeden Fall auch. Ja, das ist sprichwörtlich ein Neubeginn für dich. Ja? Okay. Komm, wir lassen die Runen jetzt auch mal noch sprechen, gell, für die kommende Woche. Ehe ich die hier vergesse. Okay, meine lieben Runen, wir wollen wissen, was zeigt sich noch die kommende Woche? Zeigt sich überhaupt was? Oh, hier ist was Schicksalhaftes. Hier ist was Schicksalhaftes, was ich gerade hier im Rat des Schicksals sehe. Und da kann ich schon mal sagen, das ist die Sovilo. Und die Sovilo, die steht hier für die Freude, für die Hoffnung und für das Glück. Und das, was jetzt auf dich zukommt, das ist für dich schicksalhaft bestimmt.
Es ist für dich bestimmt, hier in der Freude, in der Hoffnung, im Glück zu sein. Dann sehe ich hier noch in der kommenden Woche, bist du auch hier beschützt. Es bieten sich Chancen für dich. Dann haben wir ja auch die Ostenergie und das ist ja auch die Luft- und Schwertenergie. Es bieten sich Chancen in der kommenden Woche auf Kommunikation für dich. Ne? Und diese Kommunikation, du sollst da echt auf dein Inneres achten, weil mit der Ekenas, das ist so, guck, was dir der Mensch spiegelt oder guck, was du diesen Menschen spiegelst. Es ist auch dein inneres Feuer. Ne? So, dann haben wir hier bei der Tivas, es geht etwas voran, es kommt jetzt hier etwas, entweder ist das wirklich eine Seelenliebe für dich oder es kommt ein neuer, komplett neuer Zyklus hier auf dich zu, ne, mit jemanden oder generell in deinem Leben. Und dann habe ich hier noch zwischen Norden und Westen, Norden ist ja die Münzenergie, die Erdenergie und der Westen ist ja die Wasserenergie. Also da können wir wirklich sagen, das Ganze wird stabil. Es bietet sich hier eine Kommunikation, die wirklich schicksalhaft für dich ist, die von oben geführt wird. Und du sollst im Fluss bleiben. Ich sage irgendwie schon seit Tagen, auch in den Tagesorakeln, kommt immer wieder die Lagos mit. Und die sagt, bleib wirklich im Fluss des Lebens, ne, dass es fließt. Lass es fließen, ne, diese ganze Angelegenheit. Wow. Da haben wir aber eine schöne Botschaft diese Woche, finde ich, ne? Und ja, meine Lieben, das war das Wochenorakel. Also wie ihr seht, kommt sozusagen eine tolle Woche auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so beruflich und finanziell nicht so toll. Also da, aber es kann ja nicht immer alles total Sonnenschein sein. Ne? So ist halt nun mal das Leben. Aber, ne? Und jetzt kommt das Aber. Es kann sich was draus entwickeln, ne? Also bleib an der Sache wirklich auch beruflich oder finanziell dran, dann kann auch was sich entwickeln. Meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Sonntag. Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Start in die neue Woche und wir hören uns dann morgen hier wieder zum Tagesorakel. Ne? Ciao, ciao!